Servus Leute, zurück zu Let's Play Vampire Survivors. Es fehlen noch zwei Achievements, nämlich 15 Minuten mit Poppea und überleben. Und dann dieses Item upgraden. Song, Evolve the Song of Mana. Dazu brauchen wir ein Item, was ich nicht so gerne nutze, aber so ist das nun mal. Sie hat als Bonus die neue Poppea, den wir das letzte Mal aus der Dairy Plant gerettet haben. Plus 1% Duration every level. Probieren wir. Und zwar in der Library. Die macht einfach am meisten Bock, weil sie noch so simpel ist. Okay. Okay. Yo! Bitte was? Ich überlege gerade. Die Musik kommt mir unbekannt. Die Musik finde ich unbekannt. Will ich Laurel? Ah, schauen wir mal. Ach, shit. Das will ich doch. King Bible. Besonders mit einem der Duration. Naja, wobei Duration bringt ja nichts. Bei der Upgrade ist ja sowieso die Duration. Up to next high. Aber das ist interessant. Sie ist in der Bibliothek nicht unbedingt die Beste, kann man dadurch sagen. Sie ist auf einer offenen Fläche wahrscheinlich doch besser. Aber das ist ja eine mächtige Waffe. Also ich finde, das ist eine mächtige... Also mächtiger AOE-Effekt ist zwar bloß vertikal gerichtet, aber hey. Base Area ab 100%. Gönnung. Das sieht auch witzig aus. Wie ein Feuerwerk. Feuerwerk, Feuerwerk! Boah, ich bin gespannt, was das dann kann, abgegradet. Aber dazu brauchen wir auf jeden Fall ein besonderes Item, um es abzugraden. Spinat. Nehme ich doch gerne. Eins der Items, Spinat. Damage geht immer. Damage geht immer. Theoretisch, ja, ja, ja. Mit ihr, also mit der Duration, das ist vielleicht eine Möglichkeit, den Tod auch zu besiegen. Oder zumindest ewig zu binden. Stellt euch vor, dieses Time-Zeug von der Waffe, die wir das letzte Mal hatten, von dieser Time-Clock, das geht 140% länger und so wird der Tod ja instant immer wieder gestunt. Kann ich durch. Ich frage mich, wie stark das wird. Also wie stark das wirklich ist. Die Gegner hier, die halten ja nichts aus. Aber wie es dann gegen die anderen Gegner wirkt. Das ist sehr interessant. Also ich glaube, sie ist ein sehr starker Charakter. Die Waffe taugt, würde ich mal behaupten. Und ja gut, sie taugt. Bedingt zumindest. Nach vorne ist halt schlecht. Aber wenn ich so laufe wie gerade, es taugt schon. Eigentlich können wir uns schon nach links bewegen. Ich will natürlich wieder die Classics haben. Was sind denn die Classics hier überhaupt? Also hier ist es... Auf der Map ist es total egal, welche Waffen ich theoretisch nehme. Neben ein paar wenigen. Also, wenn man die Bücher und den Magic Wand hat, dann ist es eigentlich egal. Da, Magic Wand noch und alles andere ist, finde ich, auf dieser Map eigentlich relativ egal. Alles macht irgendwie gut Damage, so in etwa. Aber wobei die Messer, bin ich mir nicht so sicher, ob die Messer hier so sinnvoll wären. Ja, wobei, Messer sind hier sinnvoll, weil hier alles von links und rechts kommt. Aber man muss immer bedenken, die letzten zwei Minuten auszuhalten. Da sind die Messer, glaube ich, nicht mehr so praktisch. Okay. Es ist wohl... Jetzt wird... Ah, oh, auch da ist es... Killing Damage. Das ist interessant.
Aber es ist anscheinend einmaliger Schaden. Also es sieht zumindest nach einmaligem Schaden aus. Einmaligen, brauchbarem Schaden. Das Buch jetzt mal upgraden. Oh, stimmt ja. Das Item, um das abzugraden, ja, viele Möglichkeiten gibt es ja nicht mehr von Passives, die da genutzt werden können. Aber wir brauchen einen bösartigen Skull dafür. Die Musik ist gut. Ist die Musik basierend auf dem Charakter, den man spielt? Ich habe noch nie drauf geachtet. Vielleicht hat hier schon immer die Musik gespielt und ich spiele sie... Ja, offscreen spiele ich es meistens ohne Ton. Das kann natürlich auch dran liegen. Ich bin aber jetzt ein bisschen von der Musik verwirrt. Die kam mir nicht so schön vor. Also, ich finde sie schön. Hat irgendwie was nach... Hört sich irgendwie nach Urlaub an. Die Waffe taugt was. Also tatsächlich, Song of Mana, das ist eine Waffe. Zumindest so, wie ich es jetzt sehe. Aktuell bin ich noch nicht traurig, wenn ich sie auch beim anderen Charakter bekomme. Wobei ich weiß halt aktuell noch nicht, wie der Damage dann am Ende ist. Okay, das ist schon mal schlecht. Nehmen wir einen Lightning Ring. Dann, gut, den Duplicator nehmen wir auf jeden Fall. Ja, den kann man auf jeden Fall nehmen. Der schadet nicht, wenn der mal auftaucht. Und Lightning Ring ist jetzt hier auch nicht schlecht. Magic Wand. Weil tatsächlich das Buch kann ich jederzeit holen. Wenn ich mich in die Richtung mal bewege. Wenn man die Richtung bewegen will. Oh. Bumm. Na, weg war. Ja, wenig Schaden macht es scheinbar nicht. Die Bosse gehen. Oder wenig Schaden mache ich im Moment gar nicht. Die Bosse gehen recht gut. Ja, wir spielen ja Hyper noch. Stimmt ja, die Duration wird ja auch immer... Oh, da ist er. Skull of Manic. Auf Maniac. Maniac, sorry. Oh, Spellbinder brauche ich auch, aber... das Wichtigere ist... Oder warum wir das ja machen. 15 Minuten mit dir durchhalten. Easy. Bei der Waffe. Easy. Und die Waffe upgraden. Dazu brauchen wir den Skull of Maniac. Increase Enemy Speed, Health, Quantity and Frequency. Ja. Es gibt mehr Gegner. Heißt aber auch, wir leveln schneller. Hey, Gegner sind schneller. Möge mein Grab. Moment, kommt der Glitter wieder zurück? Sehe ich das richtig? Ja. Kann es sein, dass das dann irgendwann einfach nur noch eine vertikale Wand ist, die dauerhaft besteht und ich dann einfach durchrenne und alles oben und unten wegböllere? Ich würde mal sagen, dass, ich wäre dann nicht abgeneigt. Das ist ja Witz. Also das geht ab. Das ist cool auf dieser Map. Ja. Oh, Base Damage 10. Ah, wobei, das erinnert mich ein bisschen an Garlic. Und Garlic ist... Ja, es ist nicht das stärkste Item. Sagen wir es mal so. Theoretisch, wenn ich nach vorne noch einen Schutz hätte, dann kann ich wirklich einfach bloß durchrennen. Oh. Hup. Jetzt sind wir gerade in der Phase, wo nichts los ist. Das ist eine schwache Phase. 6 bis Minute 7. Kommt kaum was. Die können alle nichts. Ja, okay, die können doch was. Die halten zumindest einen. Der Song macht mehrmals Schaden, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Aber immer bloß so punktuell. Also immer mal wieder. Song of Mana upgraden. Es fehlen noch so viele Items, bevor ich das Buch sammeln kann. Es fehlt halt Erfahrung. Aber zum Glück, es fehlt auch noch die... Es fehlt ja auch noch die Zeit. Ich würde schon sagen, ich bin jetzt schon ziemlich stark unterwegs.
Kann ich nicht meckern. Sie kriegt jedes Level 1% mehr Duration, was, oder? Duration. Das ist schon. Puh. Kann ich mir gut vorstellen. Dauerstun des Todes. Das wird witzig. Das habe ich noch nie probiert, aber. Ja, ich kann mir das mit ihr vorstellen. Die Leute haben auch befürchtet, dass sie relativ schnell genervt wird. Also, ich habe halt ein bisschen was über sie gelesen. Weil auf einmal alle so begeistert von ihr waren. Halt einige von ihr begeistert waren. Da haben wir gedacht, schau mir doch auch mal an. Was schreiben die denn so? Ich bin ein Freund von Spoilern. Das sieht man, das hört man da raus. Also, es gibt kaum Spoiler, die ich nicht gerne nehme. Ich weiß auch über Spoiler-Alarm, dass es noch einen weiteren versteckten Helden gibt. Oder. Ja, da muss man einfach was eingeben. Den könnte ich euch auch mal zeigen. Aber ich habe bisher noch keinen Bedarf gehabt, das einzugeben. So. Stufe 8. Ich habe die ganze Zeit nicht drauf geachtet, was es überhaupt immer mal gemacht hat. So. Macht aber auch nichts. Es macht einen großen Damage in einem großen Bereich. Hauptsächlich vertikal. Das ist das Wichtigste. Ja, das mit dem Vertikal ist auf jeden Fall eine andere Art. Wir haben jetzt... Ich brauche den Duplicator. Ich brauche... das Buch liegt da. Ich brauche das andere Teil noch. Um die Bücher abzugraden. Ich brauche Erfahrungspunkte. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und Erfahrungspunkte liegen hier. Also warum nicht gönnen? Ich bin sehr gespannt, was es sozusagen abgegradet kann. Davon brauche ich nichts, deswegen nehme ich dich. Vielleicht geht's. Wäre witzig, wenn es über die komplette Map geht. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu stark. Oh, hier ist so viel Stuff. Ich muss alles sammeln. Gib mir Optionen. Gib mir andere Optionen. Ich brauche andere Items noch. Zuerst, bevor ich diese neuen sammle. Erst gib mir die. Oh, da ist nichts dabei, was ich haben möchte. Da ist nichts dabei, was ich haben möchte. Ah, roter Gem. Her damit. Nichts dabei, was ich haben möchte. Das ist schlecht. Ich will eigentlich nicht den Skullmanic upgraden. Candelabra. Brauche ich auch nicht. Aktuell. Also ich nehme es, wenn es mir aufgedrückt wird, aber ich brauche es nicht. Geld. Das brauche ich. Das ist sogar sehr wichtig. Sehr schön. Davon will ich nichts. Also nehmen wir das Colomanic, um noch mehr Brutalität ins Spiel reinzubringen. Evening Wings. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich habe noch nicht. Ich habe mich noch nicht entschlossen, was ich noch haben möchte. Oh shit. Was ist hier? Oh. Mehr Lack nehme ich gerne. Puh, das wird langsam unübersichtlich. Beziehungsweise es liegt gut. Also, der Skull macht zwar mehr Gegner und schnellere Gegner, aber es muss ja nichts Schlechtes sein. Davon will ich nichts. Es ist jetzt entscheidend, welche Waffen ich bekomme. Was ich machen möchte. Aber ich habe aber noch keinen Plan, was ich unbedingt tue. Oh, schön. Mana Jar! Evolved Song of Mana! Might slow. Oh, okay, lass nochmal sehen. Was? Might slow enemies down oder wie? Das nochmal in Kombination. Kannst du nochmal durchgehen? Hey, seit wann geht es nicht immer von. Leute, ich will das nochmal lesen. Das ging zu schnell durch. Frech. Might slow enemies.
Oh, wow. Hyperdelic, würde ich das so sagen. Jo. Okay. Ah, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir noch bis Minute 15 schaffen, dann haben wir auch das Achievement geschafft. Vielleicht... Vielleicht will ich das mit dem Tod direkt mal probieren. Dazu bräuchte ich dann Laurel und das Item, das... Ja, die Glock. Das sozusagen... Ja, ich brauche die zwei Items noch. Hey, probieren wir das doch gleich mit dem Tod. Vielleicht schaffe ich es ja. Ich glaube es zwar nicht, weil ich mich nicht darauf vorbereitet habe und noch nicht belesen habe, was dafür notwendig ist, aber... Ja, was soll's. Effects last longer. Das brauchen wir dann, wenn wir das mit der Glock versuchen wollen. Damage-technisch... Das Problem ist, ich habe mal gelesen, wie der Tod so funktioniert. Also es gibt Tricks, wo man bis zum Ende versucht, Level 1 oder sowas zu bleiben. Weil der Tod skaliert mit dem Level. Also umso mehr Level du hast, umso mehr Lebenspunkte hat der Tod. Er kriegt pro Lebenspunkt, pro Level, glaube ich, 65.000 Lebenspunkte. Dementsprechend, ja, kann ein bisschen dauern. Vielleicht sollte ich da die Pigeons, für die Pigeons ist es schon zu spät. Candle... Ah, was könnte man gebrauchen? Ja, Candelabra könnte gut sein, weil das auch das da vergrößert, oder? Den Bereich von dem ganzen Zeug. Deswegen nehme ich gerne Candelabra. Ich brauche auf jeden Fall noch den Duplicator. Den Duplicator brauche ich noch. Genau, Areas größer machen. Das Blöde ist, also der Tod ist ein faszinierender Gegner. Das kann ich schon mal sagen. Bin ich sehr gespannt. Ich probiere es mal. Ich habe noch die Möglichkeit, die Pigeons zu machen, aber dann könnte ich nicht Laurel und das andere nehmen. Deswegen lassen wir es. Damage-technisch muss ich halt auf das setzen, was ich habe. Ich habe zumindest was Damage macht. Dementsprechend hoffen wir einfach, dass es klappt. Ich gehe mal Richtung Buch. Laurel und das andere haben auch noch keine Upgrades. Nur so mal am Rande bemerkt. Das ist ein großer Bereich. Ich kann jetzt wirklich einfach gerade durchlaufen. Und hier wird alles vaporisiert. In Feenstaubglitzer aufgelöst. Oh ja, hier sind Erfahrungspunkte. Bin mal sehr gespannt, also... Jawohl! Gut. Braces. Brauche ich Braces? Sie würden den Damage erhöhen. Moment. Wenn ich Laurel und die Glock noch nehme, dann brauche ich nur den Duplicator noch. Spinat habe ich schon als Damage ab. Hollow Heart bringt nichts. Ja, Braces sind okay. Damit alles schneller fliegt. Jo, ich brauche bloß jetzt die Verteidigungs-Items. Duplicator, da haben wir dich. Dann kann ich dich auch gleich nehmen. Sehr gut. Das ist kein Item, was ich haben möchte. Das ist kein Item, was ich haben möchte. Da ist kein Item, was ich haben möchte. Das ist schlecht. Gut ist, dass jetzt massenhaft Gegner kommen. Massenhaft Gegner bedeuten auch massenhaft Erfahrungspunkte. Also... Ich
Ich habe immer noch nichts erhalten, was ich gebrauchen könnte. Ich wusste gar nicht, dass das so selten ist, oder kommt es mir so vor? Da habe ich einfach bloß Pech. Das kann natürlich auch sein. Aber es gefällt. Das gefällt mir. Ich liebe es, OP zu sein. Durch die Gegner durchzumetzeln auf einem neuen Niveau. Ich dachte, davor war das schon cool. Nein, das ist jetzt so richtig geil. Mehr Duplicators. Oh ja, Clocklands. Da haben wir schon mal das erste. Haltet Ausschau nach. Haltet Ausschau nach Laurel. Ich brauche noch Laurel. Dann haben wir den defensiven Bild geschafft. Pentagramm ist vielleicht auch nicht schlimm. Wobei, ich glaube, das wird keinen Effekt haben auf den Tod. So. Der Lightning Ring wird upgraded. Ist okay, aber nicht so wirklich notwendig. Durchmetzeln. Kein Laurel. Das ist gefährlich. Also ohne Laurel, glaube ich, habe ich keine Chance. Es hängt also davon ab, dass wir es bekommen können. Machen wir erstmal die Sachen voll, dann kommen die nicht mehr in die Auswahl. Können die mir nicht mehr anbieten. Okay, stark bin ich nicht. Wie man merkt, die Medusa geht zu langsam kaputt. Für meinen Geschmack. Da ist kein Laurel. Da ist kein Laurel. Ich wollte gerade sagen, die Medusa lebt immer noch. Kein Laurel. Das wird langsam knapp. Besonders, da ich das jetzt aufsammle. Ach so, nee, das ist gut. Ein Upgrade ist aber gut. Kein Laurel. Spiel. Komm, lass es mich versuchen. Du musst mir bloß die Chance dazu geben. Meinen Plan um... Nein. Okay, mein Plan kann nicht umgesetzt werden. Schade. Wir hätten Laurel gebraucht, befürchte ich. Was macht den meisten Damage? Rune Tracer allein? Könnte sein. Belastend. Schade. Ja, weil wir die ganzen Skips schon am Anfang genommen haben. Naja. Dann ist es so. Rennen wir durch und holen uns Geld. Das Geld-Item und dann wird halt da abgegradet. Ja. Ja, wir können jetzt trotzdem mal zumindest schon mal einen ersten Versuch wagen. Wie es mit den Items, wie es allein mit der Glocke ist. Weil die ist ja, glaube ich, Key-Item. Aber Laurel ist halt... Es gibt halt, glaube ich, dreimal eine Unverwundbarkeit. Also dreimal einen Schutz. Der sich auch wieder regeneriert. Heißt, wenn mich mal der Tod erwischt, dann kann ich wieder wegrennen, so in etwa. Weil Laurel triggert. Ich glaube, das ist der Plan so mit mir. Ihr merkt schon. Bock macht es schon. Oh, da kommt Gegner durch. Nicht zu laufen. Okay. Moment, was wird da prozentual immer gesteigert? Duration. Duration. Für was ist ein Duration gut bei mir? Im Moment. Für nichts, oder? Das hat keinen Synergieeffekt auf ihre Waffen. Außer auf den Song. Der ist halt nahezu dauerhaft an. Aber alles andere? Alles andere sieht schwieriger aus. Ich kicke halt auf, da ich keinen Attract auf habe, sieht es halt auch ein bisschen schlecht aus.
Irgendwann muss ich doch mal was rot, einen roten Gem einsammeln, oder? Die bilden sich doch hier in der Nähe irgendwo. Und dann auf einmal sind da alle Gems, die ich liegen gelassen habe, drin. Oder ich muss mal so einen Sammelorb irgendwo finden. Muss doch auch mal langsam auftauchen. Haben wir ein Luck-Item schon gefunden? Aber tatsächlich hier irgendwie... Das da wollte ich gerade sagen, dies habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, weil halt auch alles kaputt geht. So. Alle Achievements wurden schon mal geschafft, jetzt gibt es nur noch Bonus-Sachen. Das heißt, abwarten und Tee trinken. 12 Minuten lang Eier schaukeln. Hier stehen bleiben, nichts machen, so eine. Ja, der Damage, der ist ein bisschen mau. Das sieht man ja an den Bossen, die so lange brauchen, bis sie draufgehen. Die Hexe, die hält dann schon aus. Aber die kommt halt auch nicht in meine Bücher rein. Da würde sie schon Damage bekommen. Oh, gibt es hier einen roten? Da ist ein roter. Das war nicht der Rote, der allen Loot beinhaltet. Der vielleicht. Das sieht schon besser aus. Ja. Jetzt heißt es kassieren. Okay. Ich würde sagen, ich warte jetzt noch einfach und wir sehen uns gleich wieder. Wir nähern uns dem Ende. Es liegt hier jede Menge Stuff rum. Und dann schauen wir mal, ob der Tod einfach so leicht sich stunnen lässt. Oh. Ja. So viel dazu. Tja, die Frage ist, bleibt der so? Nein. Dafür ist Laurel da. Dafür hätten wir Laurel gebraucht. Aber ja, wir haben auf jeden Fall das geschafft, wofür wir alles gemacht haben. Nämlich die 2 letzten Achievements. Vorerst letzten Achievements, bis wieder was Neues kommt. Wie viel Damage macht denn Mana Jar? Mana Jar macht guten Damage, würde ich sagen. 3,4. Ja, ist auf jeden Fall... Ja. Ja gut, man muss auch bedenken, dass das halt alles trifft, während zum Beispiel sowas wie Holy Wand nicht immer nur einen Treffer hat, obwohl es halt Dauerfeuer ist, aber ja. Popeo Pecorina ist auf jeden Fall eine sehr interessante Charakterin. Der macht's Bock zu spielen, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, ah ja, 500 extra und jetzt ist die Waffe auch, glaube ich, für alle anderen freigeschaltet. Das bedeutet es. Sehr gut, dann haben wir das geschafft. Nice. Hier wurde nichts freigeschaltet. Ich habe ordentlich Geld verdient. Das bedeutet, das wird abgegradet. Das wird abgegradet und es fehlt nur noch ein Upgrade, also ein Durchlauf. Dann kann ich mir wahrscheinlich, also noch so ein Run und dann kann ich mir die 2 Sachen leisten und Curse. Ja, eigentlich ist das nichts Schlechtes, wenn alles 50% mehr wird. Bloß anfangs ist es halt immer ein bisschen schwierig. Aber wenn man irgendwann es geschafft hat, dann wünscht man sich die 50 mehr. Dann gibt es halt mehr Erfahrungspunkte und sowas. Das ist nicht schlecht. Irgendwas habe ich gelesen, dass man sie, den neuen Champ, auf 140 bringen soll. 140% extra. Cool. Cooldown oder ne, Duration. Ja, muss man mal schauen. Also, mal sehen. Vielleicht werde ich mal probieren, den Tod anzugreifen. Den Tod zu besiegen. Aber zwingend notwendig finde ich es nicht. Naja. Vielleicht habt ihr auch Tipps, wie ich ihn angehen könnte. Schreibt es mir in die Kommentare. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.